Quantum Chips machen wir gerade. Wow. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Ein Zwerg verlängert seine Leben. Tom Anomet, danke für 18! Punkt. Vielen lieben Dank für den lieben Support, ey! Da müsste doch eigentlich jetzt die Produktion vollends anlaufen. Oder? Ja! Ja! Eureka! Eureka! Es läuft! Wir produzieren grüne Fläschchen, dass die Schwarte kracht. Jawohl. Ich hab keine Ahnung. Dabei sind es doch grüne Würfel. Und Jägermeister Party. Matrizen. Matrizen hatte ich auch am liebsten in der Schule. Ja. Ihr auch? Wurdest du deswegen ab und zu auch vermöbelt? Ich wurde dafür auch gehänselt, ja. Also, das ist, no question, ja. Nur wirklich alte Leute erinnern sich noch an den geilen Geruch von Matrizen. Ihr jungen Leute habt ja alle schon fotokopiert. Kennst du das Zeug noch, Zwerg? Mit diesen herrlichen blauen Folien und dem Wachsschweiß und Aber das war geil gerochen. Das war nur so bei ich kenne das nur noch so ganz am Rande. Aber das gab's eigentlich nur bei so der Alle. Lehrerschaft mit Pensionshintergrund. Also Pensionshintergrund auch noch. Das war das waren die einzigen, die das dann noch verwendet hatten, weil sie halt noch ungefähr 50 Milliarden Stück in der Schublade gebunkert hatten, ja, und sich davon nicht mehr verabschieden konnten. Das war ja. Ja, ich gehöre tatsächlich noch zur letzten Generation, die mit großer Regelmäßigkeit Referate auf sowas vervielfältigen durfte. Ach, das habe ich immer geliebt. Ich sehe gerade, unsere Produktion von Forschungsteilchen geht jetzt langsam wieder an. Wir produzieren tatsächlich ausgesprochen viel Gravity Matrix. Also die grünen Flaschendingers. Das ist ja unser Engpass die ganze Zeit schon gewesen. Das heißt, ich bin mir nicht sicher, ob ich das noch schon gebaut hatte, aber ich glaube nein. Dann baue ich jetzt mal eine Produktionsstätte für die neuen Warper auf, würde ich sagen. Ich glaube, ich habe das nicht gemacht. So viel zum Thema, man braucht ja nicht so viele Spaceports, ne? Spaceports. Spaceports! So, dann machen wir hier mal die Warper rein im Supply. Wenn das jetzt funktioniert, müsste eigentlich alles nochmal ein Stücken angenehmer laufen. Glaube ich. Ja. Und die werden hergestellt wo? Im Assembler wahrscheinlich noch. Ich bin jetzt mal interessiert und gespannt, wie das funktioniert. Aber wenn das funktioniert, wie ich denke, dass es funktioniert, dann wäre es funktionstastisch. Dann wäre es funktionstüchtig. Vielleicht. Jetzt schauen wir mal. Also ich glaube, das macht den Zappes froh. Ja, ich bin ja so leicht froh zu machen. Ja. So. Wir müssten hier auch nochmal eine Spray-Geschichte machen. Dann fordere ich mal Sprayer an. Ich bin jetzt mal tierisch gespannt, ob das geht.
Wir kriegen sogar welche, tatsächlich. Wenig, aber es gibt welche. Ich bin sehr interessiert. So, Space Warper produzieren wir aktuell 89 pro Minute. Behaltet euch das mal kurz im Kopf. 89 die Minute. What? Ich habe noch nie ein ganzes Band voll Space Warper gesehen. Okay, wir sind schon bei 104 die Minute. Oh, Inventory Capacity Bonus hört sich gut an. Mhm, das ist... Oh, wie angenehm. Oh, schön. Ah, Luft. Mhm. Fehlt hier mal wieder. Mal Quantum-Chips, das war ja klar. Na, die Produktion hängt gerade ein bisschen. Weil die Kasimirs von Code Blue noch bedarft werden. Ja, ganz dringend. Aber wir sind auf 120 Space Warper pro Minute jetzt hoch. Obwohl, warte mal. Kasimir. Produziert aus lustigen, witzigen Kristallen und anderen Sachen. Okay. Ich muss ja sagen, ich bin ja ein Riesenfan von Crusader Kings, weil wenn du da länger über so einen Erklärbildschirm hoverst, dann bleibt der stehen. Mhm. Und ich wünsche mir das hier manchmal. Ja. So allgemein Rezepte anpinnen irgendwie oben rechts wäre geil. Zwerg? Ja. Wegen deiner elektromagnetischen Turbinen, die dich immer so besorgt haben. Also da produzieren wir jetzt 30% über Bedarf. Geil, das ist wunderbar. Wir haben lustigerweise 1337 pro Minute voll Lead. Ich überlege gerade, wo die Baustelle jetzt gerade ist. Also... Da musst du noch überlegen. Alles ist eine Baustelle. Ich überlege gerade, was die größte Baustelle aktuell ist. Das ist eine andere Frage. Also bei mir gehen jetzt gerade natürlich, also die Produktion können wir natürlich nicht so halten, weil die Quantum-Chips einbrechen. Wie gesagt, da brauche ich von Code Blue jetzt dann den Support. Wir sind auf 153 Space Warper die Minute hoch. Das heißt, wir können 1,5 Spaceports lokal in der Minute füllen. Wir haben jetzt natürlich ungefähr 3 Milliarden Spaceports. Also die letzte Station, die ich gebaut habe, hat die Nummer 189. Also wird das ein paar Minuten dauern, bis das voll ist. Aber wenn das richtig... Also es steigt noch weiter, ne? Also wir sind bei 163, 164 die Minute, 165. Das geht schon noch gut. Also es wird auch hier massiv abgeholt gerade. Und das dauert natürlich jetzt, bis das in Sadira erstmal so einen Durchlauf gibt, ja. Und bis das dann durchgelaufen ist und sobald dann was verfügbar ist, geht das halt nach außen raus und beliefert halt quasi die Außensysteme. Flieg doch zu Code Blue und helft bei den Kristallen. Nee, ich bin schon wieder bei der nächsten Problematik. Aber ich glaube ganz fest an Code Blue. Ja, noch konnte ja, ich ja nicht. Das nicht. So viel machen, aber ich bin quasi dabei. Wow, okay. Race of Pressure. Das ist mal ein Anblick, den wollen wir, ne? Oh ja. Oh, das ist ein schöner Anblick. Lecker. Oh, das ist nett. Oder so. Es wird langsam, ne? Es wird. Es ist nur eine Frage der Zeit. Das ist okay, irgendwie, wenn Julchen dir auf eurem Paradise Island neue Bustiers präsentiert. Ach, herrlich, oder? Ja, ganz großartig. Das ist einfach, manche Sachen, die, ja. So, nachdem die Produktion... Ja?
Mit sowas könnten natürlich Code Blue und ich nicht direkt dienen. Ah ja, naja, doch ein bisschen schon. Wir können dich dran erinnern, was du für schöne Sachen in anderen Spielen erlebt hast. Gerade an solchen Tagen wie heute genieße ich das sehr, ja. So. Jetzt nochmal die große Preisfrage. Große Preisfrage. Wie viel macht unser Gasriese eigentlich nochmal genau. Alter. Unser Gasriese eigentlich nochmal genau an Zeugs? 0,77 Hydrogen pro Sekunde. Das ist natürlich nicht so krass viel. Auf der anderen Seite haben wir natürlich jetzt knapp 10.000 leere Batterien rumliegen. Wir können vielleicht den ein oder anderen Orbital Collector bauen. Vielleicht. Ja, wie gesagt, also wenn wie gesagt, jedes bisschen Kasimir, was Code Blue uns bringt, wird natürlich dankendst angenommen. Kein Druck, Code Blue, kein Druck. Kein Druck, Code Blue, nur nicht, ne? Also denkt nicht mal dran. Wobei ich denke, das größte Problem hier ist Hydrogen. Nee. So, was sagen die Kasimirs? Ist gar nicht mal so also es brauchen da wirklich nicht krass viele mehr. Ein bisschen schon, aber nicht krass viel. Titanium Crystals. Oh, da sind wir aber ganz schön knapp am Limit, oder? Jetzt nicht mehr. Erinnere mich gerade an diesen Moment, wo ich mir irgendwie, keine Ahnung, 25 Ölfördertürme gebaut habe und mir gedacht habe, boah, so viele brauche ich nie. Ja. Diese Zeiten gehen immer so schnell vorbei, ne? Ja, ja, die Naivität stirbt als erstes. Schlimme ist, wenn ich so dermaßen schnell Spaceports baue, dann nehme ich natürlich, also ich baue garantiert schneller Spaceports, gerade als wir die in der Produktion haben, weil ich baue ja permanent, ne? Und das ist natürlich schlecht, weil wir dann die Lagervorräte oder die Lager generell ein bisschen leer machen. Was wollte ich jetzt machen? Ach, Titaniumglas. Titaniumglas, das muss gar nicht mal so schlimm viel sein. Lass uns eine riesen Produktion aufbauen. Bedarfsgerecht, meine Lieben, bedarfsgerecht, immer bedarfsgerecht. Das ist im Zweifelsfall alles nur eine Frage der Bedarfssteuerung. Ich glaube eher, dass es Wir brauchen mehr. Wir brauchen einfach mehr. Immer mehr. Ich halte das ganz generell für ein akzeptables Motto. Mhm. Genauso wie lieber haben als brauchen. Ja. Und mehr ist besser. Immer besser.
sollte aber eigentlich tatsächlich reichen. Ich will da jetzt nicht übertreiben. Aber. Aber. Wer weiß ja nie, was die Zukunft bringt. Ja, lass mal die eine Produktion laufen, das reicht schon. Ich will ja jetzt nicht sagen, dass ich die komplette Nordhalbkugel meines Wasserplaneten bereits zubetoniert habe. Aber ja, doch, eigentlich schon. Ja. Ja. Schön. Ich finde, du kannst sowas auch einfach mal genießen, ja? Ja, ich mach das. Ich bin da sehr genießerisch unterwegs, wenn es um das... Das ist mal was anderes, weißt du? Normalerweise höhle ich die Planeten aus, aber weil man hier nicht buddeln kann... Ja, ja, ja. Ich verstehe das. Gut, so, damit produzieren wir jetzt auch das Titaniumglas in ausreichender Menge. Das läuft vielleicht. Ah, wir haben leichte Energieschwankungen im System. Mhm. Wie ist denn das passiert? Was los? Oh, ich glaube, du hast ein bisschen wenig Stromzwerg. Boah, ey, wie ist denn das passiert? Wie komme ich denn jetzt von... Wir hatten noch einen Bedarf um die 800 Megawatt. Wie kommen wir denn jetzt auf 2 Gigawatt? Du hast nicht zufällig gerade per Blueprint eine Handvoll Spaceports gebaut oder so, die sich gerade aufladen? Ja, es laden sich schon, aber die sind voll. Das sind nicht die Blueprints. Die Spaceports. Ja. Warte mal kurz, ich kann doch bestimmt die Ray Receiver anfordern, oder? Die müssen doch irgendwo in irgendeinem dieser Netzwerkgeschichten rumdümpeln. Lass mal so 50, 60 Stück anfordern. Ne, da kommen keine. Aber ich weiß, wir produzieren hier welche. Die Particle Collider? Weiß ich nicht. Ich meine, wir haben es gar nicht mal so schlimm übertrieben. Ein bisschen vielleicht, aber ihr wisst, was ich meine. wir hatten doch irgendwie 89 pro Minute an Space Warpern. Ja. Wir sind jetzt bei fast 250. Okay, das ist eine Menge. Es scheint unwahrscheinlich, dass wir das wirklich brauchen im Moment, aber der Bedarf kommt. Ich glaube schon, dass wir das brauchen aktuell. Also, das Ding ist halt, es wird momentan nur im Sardira-System verteilt, aber wenn ich jetzt mal so ein bisschen auf die Map-Karte gucke, also auf die Stellare-Karte, dann schaut mal, wie viel da unterwegs ist. Sie sieht ordentlich aus. Es ist schon ein ordentliches Spinnennetz, was wir hier gesponnen haben, und ich glaube, das entfesselt gerade so ein bisschen die Space Warper, gehen da so ein bisschen rein, ne? Mein Ziel ist es ja eigentlich, auf der Space-Karte, ja, eine durchgezogene Linie aus Schiffen zu richten und Sardira zu erzeugen. Ich verstehe das, ja. Ich behaupte, das ist zu schaffen. Okay. Ich wollte eigentlich jetzt gerade mal gucken, wo ist eigentlich... Oder woran hängt's denn? Ja, die Quantum-Chips hängen, das ist mir schon klar. Wo sind denn die Space... Quatsch, nicht die Spaceports, die... Ray-Receiver-Produktion, die war doch hier auch irgendwo.
Buddy irgendwo. Oha, wisst ihr, was ein bisschen knapp wird, scheinbar? Stahl. Stahl? Ah. Oh. Stahl, ja, da hat man schon lange nichts mehr nachproduziert, ne? Wir hatten mal irgendwann eine Fertigung, meine ich. Die war gar nicht schlecht. Und dann haben wir sie irgendwann eingestellt. Ja, oder zumindest nicht großartig erweitert, ja. Nee, da haben wir so ein bisschen haben wir gesagt, ja, reicht schon, oder? Okay, ich fürchte, das ist ein Problem. Der Bedarf sinkt tatsächlich, so ganz minimal, aber nur ganz minimal. Produzieren noch Ray Receiver. Nee, definitiv nicht. Okay, alles klar. Aber da sollte man generell welche mal bauen. Oder? Das sind gewissermaßen die Dinge, die den Strom von der Dyson-Sphäre abnehmen, oder? Ja. Die soll, wobei das Ding ist halt, das macht hauptsächlich dann Sinn, die zu automatisiert zu bauen, wenn wir mehrere Dyson-Sphären irgendwo aufbauen. Weil dann macht mehrere das natürlich. Dyson-Sphären. Ja, weil wenn das Ding ist, weißt du, wenn das so ist, dass wir jetzt quasi die Dyson-Sphäre fertig haben. Und jetzt aber wir feststellen, wir gehen in ein System rein, das sehr groß ist, wo sehr viele Planeten zum Beispiel wären, ja, könnte man sagen, ja okay, und vor allem bei Planeten, die oder bei Systemen, wo es halt, wo die Sonne es halt hergibt, könnte man hergehen und sagen, ja okay, lass uns da eine zweite aufbauen. Wir können ja alles durch das Netzwerk liefern lassen, ja, bauen da quasi eine Art Mini-Startrampe auf und bauen eine zweite Dyson-Sphäre zur Stromgenerierung, bevor wir überhaupt da in das System richtig reingehen. Muss ja nicht eine riesen Dyson-Sphäre sein. Das kann ja auch ein kleiner Ring einfach nur sein. Also quasi Dyson-Ring, wenn man so möchte dann. Also nicht ganz so krass wie das, was wir jetzt hier bauen. Vielleicht einfach nur die Hälfte. Einfach nur zur Stromgenerierung, wo man dann wo die Solarsegel dann reingezogen werden und dann halt dauerhaft Strom generieren und man das auf jedem abnehmenden Planeten dann sozusagen, Alter, dann sich organisiert. Also wir haben einen enormen Fortschritt bei der Dyson-Sphäre mittlerweile gemacht. Das dauert gar nicht mal lange. Bei manchen Dingern haben wir schon fast die Hälfte erreicht. Das wird sehr solide. Wir machen die 15 Megawatt, ne 5 Megawatt, ne, die machen mehr. Also deine Kasimir-Kristallproduktion sollte jetzt deutlich besser sein. Das ist herzallerliebst. Oh nein. Ich schau gleich mal. Hast du mal geguckt, was die Produktion hergibt? Passt das so? Noch nicht. Uh, 110 Produktion, 50 Consumption. Ja, ist mega gut. Also du brauchst nur 50 die Minute, das ist ganz schön wenig. Ja, die halten sich tatsächlich sehr gut. Ja, der nächste Engpass wird wahrscheinlich Hydrogen sein, tatsächlich. Ja. Deswegen war ich ursprünglich auf der Überlegung, ob wir nicht einfach Hydrogen
ob ich nicht einfach mal so einen ganzen Stack voll Orbital Collector baue und dann halt einfach unser Hydrogen im Heimatsektor push, um Warper zu sparen. Alter Schwede. Ach du Scheiße, schau das gut aus. Danke, aber du siehst mich doch gar nicht. Koblu, du siehst... Du musst sehen. Luab, danke für dein Follow, herzlich willkommen. Schaut euch mal an, wie das aussieht. Ey, also die Dyson... Oh, das sieht ziemlich krass aus, ja. Also, man muss fairerweise sagen, wir haben in dem Stream wahrscheinlich mit Abstand die meisten Raketen hochgeschossen, weil sie einfach dauerhaft feuern können und in Mengen rauffeuern jetzt, die echt okay sind. Das dauert immer noch ewig, ne? Also wir dürfen das jetzt nicht verklären. Aber wenn ich mal gucke, wir hatten 3000 irgendwas, jetzt sind wir schon bei 4100 von 37.000. Das ist gar nicht so wenig, was wir jetzt in sehr kurzer Zeit organisiert haben. Zabes, machst du Stahl oder soll ich da mich ransetzen? Ich bin gerade dabei, eine Stahlproduktion aufzuziehen. Okay, sehr gut. Oh ja, ich sehe es ja. Dauert halt ewig, bis die sich aufgeladen haben, ne? Ja, wobei die können sich nicht mehr wirklich krass aufladen. Sagt nicht, dass Hydrogen alle ist? Ja. Mhm. Graphen. Bitte. Yes, yes. Also das ist was ich mir jetzt tatsächlich nicht gedacht hätte, dass ich das jemals von dir höre. Ja, ich auch nicht. Aber keine Angst, ich produziere schon dagegen. Also ich tue schon alles dafür, dass wir gar keine Engpässe einfach haben. Nie mehr, ja. Nie mehr. Nie mehr. Wenn das mal fertig ist, schaut das bestimmt hardcore aus. Wie schaut denn die Warper-Produktion gerade aus? Ah, okay, bricht immer wieder ab. Ja, das ist ein Problem.